Amitofo. Meist ist es einfacher, an einer alten Ansicht festzuhalten, denn es braucht Mut, seine Meinung zu ändern. Vor langer Zeit saß eine weise alte Frau im Schatten einer großen Bergkiefer und trank eine Tasse Tee. Von weitem machte sie eine dunkle Gestalt aus, die auf einem schwarzen Pferd in Richtung Stadt ritt. Als der Unbekannte ihren Weg kreuzte, erkannte die Frau, dass es sich um den unheilbringenden Seuchengott handelte. Sie erkundigte sich sehr vorsichtig: Wohin führt denn deine Reise? Der Seuchengott brachte sein Pferd zu stehen, blickte der Fragenden direkt in die Augen und sprach forsch: Ich reite in die Stadt und werde 100 Menschen töten. Bevor die Frau etwas erwidern konnte, war der furchteinflößende Mann bereits verschwunden. Nach ein paar Tagen, als der Seuchengott seine Rückreise antrat, begegnete er erneut der Weisen. Wie jeden Tag saß die Frau im kühlen Schatten des alten Baumes und schlürfte Tee. Sie hielt inne, nahm dann aber all ihren Mut zusammen und sagte tapfer: Du hast mir vor 3 Tagen erzählt, dass du in die Stadt reitest, um 100 Menschen zu töten. Ich habe aber von vorbeiziehenden Händlern und Reisenden erfahren, dass du 10.000 Menschen umgebracht hast. Nein, das ist nicht wahr, rief der Seuchengott erbost und ergänzte verdutzt: Ich habe wirklich nur 100 Menschen getötet. Den anderen 9.900 hat ihre eigene Angst das Leben genommen. Jede Veränderung beginnt in deinem Kopf, in deinem Geist, also mit deinen Gedanken. Dies sind die Samen, die du täglich in deinem geistigen Garten säst und die eines Tages blühen und dich dann entweder erschrecken, enttäuschen oder aber erfreuen, glücklich und zufrieden stimmen. Entscheide dich also unbedingt für heilsame, förderliche, gute und positive Samen und pflege deinen geistigen Garten regelmäßig, am besten jeden Tag. Vielleicht magst du auch folgende heilsame Leitsätze für dich jetzt gedanklich wiederholen. Mein Leben liegt in meinen Händen. Ich spüre ein festes und stabiles Fundament. Ich kann darauf bauen, was immer ich möchte. Ich fühle mich leicht, ich fühle mich frei. Ich entscheide mich zu handeln. Ich gehe meinen Weg. Erinnere dich, Angst beginnt im Kopf, Mut auch. Amitofo.